Hallo Messerfreunde, willkommen zu einem Unboxing. Diesmal wieder mal ein Messer, das ist doch viel besser. Und zwar geht's um ein besonderes, ein handgemachtes, ein nicht alltägliches Messer. Kommt in einer angepassten, handgemachten Lederscheide, nicht besonders verziert, punziert oder so, ziemlich schmucklos gemacht. Aber das Messer ist viel mehr geschmückt und deswegen braucht man das nicht für die Scheide. So, das Messer selber ist sehr gut eingepackt. Finde ich gut hier mit so einer Folie, da kann nichts passieren. So, und das sieht so aus. Das ist doch ein cooles Teil, oder? Ja, ein Skinner mit fast Viertelkreisklinge. Hohlschliff. Dann besteht der Griff aus Messing, Horn und Warzenschweinhauer. Und am Ende noch ein Knauf aus Messing mit vier Pins. Spiegelpoliert die Klinge. Auf dem Rücken noch eine kleine Daumenrampe, so eine Riffelung. Cooles Teil, oder? Besonders der Griff ist interessant. Dieses Naturmaterial kommt dem Elfenbein schon recht nahe. Dieses Warzenschwein hat ja riesengroße Zähne. Davor noch ein schwarzes Horn. Wurde noch verarbeitet und dann die Messingzwinge. Alles schön sauber gemacht. Ja, ein wenig rätselhaft bleibt es beim Messermacher. Das hier ist seine Marke J und Doppel L. J and Double L. Dann so Symbole erinnern an einen Fisch. Köder, irgendwie sowas in der Art. Ja, was sagt ihr dazu? Nicht alltäglich, aber wirklich schön gelungen. Das war's schon. Jetzt noch ein paar Bilder mit Details. Und vielleicht weiß der ein oder andere von euch, wer jetzt der Messermacher war. Denn das ist ein
Einzelstück oder zumindest eine Kleinstserie, die so hergestellt wurde, denke ich mal. Okay, dann wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche. Bis demnächst. Ciao, Leute.